Der ICE wird hier gewartet. Die erste Halle ist fertig in knapp 20 Monaten. Drüben beginnt natürlich auch schon parallel der Bau für die große Halle. Wie sieht es da aktuell stadttechnisch gesehen aus? Es ist wirklich ein historisches Bild. Der OB von Cottbus steht vor einem ICE 4. Das Bahnwerk ist sozusagen eröffnet. Erstmal, wie ist heute die Gefühlslage? Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen angeschlagen bin, erkältet bin, ist das ein großartiger Tag. Ich habe das heute schon gesagt, ich glaube, es gibt niemanden in dieser Region, der nicht irgendjemanden hatte, der früher mal bei der Bahn gearbeitet hat. Und alle kennen das Thema. Viele, viele Jahre war das immer ungewiss, ob dieser Standort erhalten wird. Jetzt, hier sieht man es. Der ICE wird hier gewartet. Die erste Halle ist fertig in knapp 20 Monaten. Ein Riesendankeschön auch in die Verwaltung. Wir haben das heute mehrfach gesagt. Bund, Land und Kommune haben gezeigt, wenn alle in die gleiche Richtung wollen, das gleiche Ziel haben, dann funktioniert sowas. Das ist Strukturwandel. Was bedeutet das eigentlich, dass es alles so gut geklappt hat? Was sind das für Aufgaben, die dann so gut angeblich gemanagt wurden? Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass ganz viele Sachen wirklich zusammen gedacht worden sind, dass man auch sehr mutig war, nicht nur in der Verwaltung in Cottbus, genauso auch auf Landesebene und beim Bund. Und das, der zweite Aspekt ist, dass man einfach parallel gearbeitet hat. Also Genehmigungsverfahren in dem Sinne beschleunigt hat, ohne dass man gegen Gesetze verstoßen hat, sondern dass man sie maximal ausgelegt hat, dass man gesagt hat, wir machen das parallel. Ich glaube, das ist das Besondere. Davon brauchen wir viel mehr. Wir brauchen mehr Mut. Aber wir sagen an der Stelle auch, wir haben gezeigt, dass es in Cottbus geht. Wir haben heute auch gehört, dass der Ministerpräsident und der Bundeskanzler noch ein zweites Projekt mit der Bahn in Cottbus vorhaben. Und das ist der Halt des ICEs. Das haben Sie ja gestern auch schon angesprochen. Ich würde jetzt aber vielleicht noch mal einen kleinen Blick werfen. Drüben beginnt natürlich auch schon parallel der Bau für die große Halle. Wie sieht es da aktuell stadttechnisch gesehen aus? Ja, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Auch da muss ich wieder sagen, war das ein gutes Miteinander. Ich weiß, ganz viele waren natürlich auch davon betroffen. Wir mussten auch Kleingärtner umsiedeln, in Anführungsstrichen. Das hat super funktioniert. Vielen Dank für die Bereitschaft. Auch das ist Strukturwandel. Wir müssen also auch Flächen immer wieder neu anfassen. Es geht los. Der Zeitplan ist mehr als sportlich. 26 wollen wir gemeinsam fertig werden. Und ich will mal sagen, die Ströbitzer freuen sich, glaube ich, besonders drüber, weil wir auch in diesem Zusammenhang Straßen wieder sanieren können. Gemeinsam mit der Bahn. Wie gesagt, es ist ein rundum gutes Projekt. Wären diese Straßensanierungen ohne Bahnwerk nicht gewesen so früh? Ich will sagen, ich glaube, es hätte deutlich länger gedauert. Kurzen Blick nochmal auf Science Park geworden, den Lausitz Science Park, der auf dem Tippgelände entsteht. Wie sieht es da jetzt in diesem Jahr aus? Wie geht es da weiter? Wir sind in ganz vielen Abstimmungsgesprächen, natürlich mit der BTU Cottbus-Senftenberg, aber auch mit dem Land, auch mit ersten Unternehmen, auch mit Lehrstühlen. Ich kann sagen, dass wir vorhaben, noch im ersten Quartal eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen. Das ist gar nicht das Hauptthema. Das Wichtigste ist, an diesem Profil der BTU Cottbus-Senftenberg für die nächsten Jahre gemeinsam zu arbeiten. Die Aufgabenteilung sind ziemlich klar. Wir müssen erstmal noch das Gelände zusätzlich weiter erschließen. Das machen wir. Das passiert in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Und ich glaube, dieses Projekt ist sehr nachhaltig, aber da brauchen wir deutlich mehr Geduld als bei anderen Projekten.